Wir sind hier in Bad Bergen. Ich bin Andreas, Mitbegründer der Interessengemeinschaft Freckel Freies Saarland, die wir letztes Jahr im Sommer ins Leben gerufen haben, aufgrund einer Zeitungsanzeige, die uns sehr überrascht hat, dass hier im Saarland eine Explorationsbohrung durchgeführt werden soll mit der Freckel-Technologie. Die Freckel-Technologie ist eine Technologie, um zum Beispiel im Schiefergestein eingelagertes Gas zu lösen. Da wird unter hohem Druck mit Wasser, Chemikalien, Sand, Quarzsand und dergleichen das Schiefergestein zerstört, um das Gas freizulegen. Passiert das schon jetzt aktuell? Nein, das passiert aktuell nicht. Im gesamten Bundesgebiet passiert das nicht, sondern es werden hier andere Technologien angewendet, in erster Linie im Bereich der konventionellen Gasförderung. Die Fracking-Technologie ist eine unkonventionelle Gasförderung, die flächendeckend in dieser Größenordnung überhaupt noch nicht angewandt wird. Okay. Worin bestehen die Gefahren der Fracking-Technologie? Unserer Meinung sind die Gefahrenpotenziale sehr vielschichtig. Da ist zum einen der große Trinkwasserverbrauch, der benötigt wird, um diese Maßnahmen durchführen zu können. Zum anderen der Einsatz giftiger Chemikalien, die den Grund und Boden verseuchen können. Oder das heißt, der Boden wird ja auch dementsprechend vergiftet, weil nur ein Teil von diesem Freckfluid zurückgefördert werden kann. Dann der rigorose Strukturwandel, der einhergehen würde mit der Gasindustrie, wenn die sozusagen hier die Gasgewinnung durchführen würden. Aus dem Kulturschatz Saarland würde eine Gasindustriegebiet werden mit vielen Bohrplätzen, die mit Pipelines verknüpft sind, zwei Gasaufbereitungsanlagen und dergleichen. Also das ist dann verbunden mit einem großen Flächenverbrauch. Dann die klimaschädigende Wirkung des gewonnenen Gases aus dieser unkonventionellen Lagerstätte, die gerade im Zuge der Energiewende natürlich alles andere als förderlich ist, weil die im Prinzip wesentlich klimaschädlicher ist als konventionell gefördertes Gas, sogar klimaschädlicher als Verbrennung von Importkohle. Weitere Aspekte, die auch eine Rolle spielen, sind sicherlich auch direkt mit der Förderung zu sehen, wo zum Beispiel dann das Lagerstättenwasser auch nach oben gefördert wird mit dem Fluid, was unten reingepresst wird. Es gibt dann ein Giftcocktail aus verschiedenen Chemikalien, die eingesetzt werden, um das Gas zu lösen. Und aus den Materialien, die sich im Boden befinden, das heißt zum Beispiel Benzol, Toluol, radioaktive Stoffe, Quecksilber und dergleichen. Und dieses Material wird dann nach oben gefördert, das Gas wird rausgelöst und wie es bislang angewendet wird, sieht es dann so aus, würde das Lagerstättenwasser dann einfach verpresst werden, obwohl das also völlig indiskutabel ist, dass man das macht. Hochgiftige Abfallprodukte einfach ungeklärt zu entsorgen. Das ist ja, dafür gibt es auch keine Technologie und insofern gesehen lehnen wir das gesamte Thema Fracking ab. Aber diejenigen wissen das wahrscheinlich auch selber. Ein bisschen mehr dafür. Vielen Dank.